nicht nur Typen töten. Nein, ich kann auch gleich Pflanzen einsammeln. Das ist ja gut. So. Der ist weg. Der muss auch sterben. Geht doch. Oh, der ist ja noch einer. Los, drauf. Der will nicht sterben. Wieso denn auch? Wäre zu einfach. So. Jetzt aber hier zum Eigentlichen. Ich will gerne Pflanzen aussammeln. Aber kann ich diese Pflanzen nicht aussammeln? Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, welche Pflanzen ich aussammeln kann, welche nicht. Also nur Überreste. Die Pflanze kann ich anscheinend nicht aufsammeln. Okay. Ich dachte, weil es davon hier so viele gibt in der Nähe. Aber anscheinend nicht. Schade. Ja, es war klar, dass du wieder ankommst. Da ist sie wieder weg. Ja, sie kommt anscheinend schon häufiger. Ich habe nur eine Frage. Was muss ich tun, damit ich sie angreifen kann? Das weiß ich nun mal nicht. Ich denke, wir werden es noch herausfinden. Mikul. Jetzt wird mir da jetzt auch alles als Mikul angezeigt. Dann ist ja gut. Ja! Tod und Verderben hinter mir! Schön! Flatter, 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 flatter. Keine Pflanze zum Aussammeln. So, und da hinten wartet Mikul. Und dann mal gucken, was er für einen tollen Auftrag hat. Weiß der Geistliche, dass ihr hier seid? Klar! Natürlich. Ich glaube euch nicht. Hat er euch was mitgegeben? Ja, ein Ring. Gucke mal. Der Geistliche sagte, betet das Feuerzeichen an. Offenbar hat er euch geschickt. Nein, wirklich. Wie kommst du denn da drauf? Der Geistliche meinte, ich könnte euch zu Diensten sein. Der Geistliche meinte, ich könnte euch zu Diensten sein. Ich soll diese toten Leute loswerden. Welche? Tote Leute? Jawohl. Der Kommandeur hat mich zur Gruft unten an der Straße beordert. Ich habe doch noch nie gekämpft. Viel zu viel Angst. Oh Gott. Tote, sagt ihr. Bitte, Herr. Na, ich bin ein Hexer. Ich befreie euch von den Unholden und bla. Ich bin ein Hexer. Ich befreie euch von den Unholden. Aber ihr müsst 200 Orens zahlen und dem Geistlichen sagen, dass ich euch geholfen habe. Gewiss, Herr. Ich erzähle ihm alles, was ich weiß. Das ist nicht viel. Aber viel Gold besitze ich auch nicht. Na egal. Solange die Toten erschlagen werden. Bis später. Gut. Also jetzt auf zur Gruft, ja? Die Seele. Na dann, auf. Ein weiter Weg, den wir zu gehen haben. Dum, da dum, 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 dum. Aber wie setze ich jetzt nochmal diese ganzen Fähigkeiten ein, die ich da später habe? Diese Zeichen. Muss ich mir wahrscheinlich nochmal eine Folge angucken von vorher. Wenn ich da auch wieder Bescheid weiß. Aber ganz schön lange, wie man hier braucht, um wirklich einen Questfortschritt zu bekommen. Man stört mich jetzt nicht wirklich, ne? Ich meine, es gibt ja immer was, irgendwas zu entdecken und zu tun. Aber das kriegen wir alles hin. Denke ich. Und jetzt noch wüsste, wie ich die Bestie erledige, damit ich mit der Quest weiterkomme. So. Da sind wir schon mal bei der Gruft und rein da. Jetzt ist er auch nicht abgeschlossen, weil wir eine Quest dafür haben. Macht Sinn. Es scheint, als sei die Frau am Inhalt dieser Flasche gestorben. Die Ghule sind wegen ihrer Leiche hier. Tipp, in dunklen Bereichen wie Höhlen und Gewölben solltet ihr den Trank Katze zu euch nehmen oder eine Fackel anzünden, um die Sicht zu verbessern. Okay, habe ich einen Trank mit Katze. Schwalbe, Tafelwasser, Pflaumentinktur, Schwalbe. Nicht das, was ich suche.
auch alles mal stacken, dann haben wir auch weniger Sachen im Dingens. So, was hat sie denn dabei? Ich kann es nicht aufsammeln hier. Aber ein Glasfiol. Zumindest etwas. Fackel habe ich leider nicht. So ein Ghoul haben wir auch schon mal gesehen. Ich hätte ja gerne eine Fackel. Weiß ich nur, wo ich eine herbekomme. Ich habe jetzt auch keinen Händler gesehen, der sowas verkauft. Oder kann ich die Fackel da einfach mitnehmen? Nee, natürlich nicht. Was ist das? Ach, mit den rechten Ball-Taste kann ich... Sag das doch. Okay. Dass ich auch nicht mal vorher drauf gekommen bin, diesen, die rechte Maus zu benutzen. Was ist denn jetzt hier kaputt? Ich kann es nicht sehen. Aber ich weiß, dass da ein Ghoul ist. Geh mal so ein bisschen ins Licht. Da kommt er angelaufen. Der olle Ghoul. Oh, ist drauf da. Down ist er. Ist er down. So, komm, was hast du? Das heißt, wir brauchen dann Tränke, weitere, um hier auch wieder voranzukommen und so. Nehmen wir auch einen Ort der Macht. Was möchte ich tun? Ich weiß nicht. Ich möchte Ritual der Magie durchführen, während die Ghule mich wahrscheinlich angreifen. Ich weiß ja nicht. Wow. So, voll auf Flächenschaden hier. Sonst kriege ich die alle nicht down. So. Ich kann hier auch keine Kombos machen gerade. Das ist ein bisschen doof. Der Döber ist, dass ich hier nichts sehen kann. Und wenn ich 4 Schaden gerade bekomme, mega schlecht. Versuche irgendwie zu entkommen. Da kommen sie angelaufen. Die ollen Ghule. So, komm ran hier. Noch keine Schwalbe getrunken. Und wir sollten ihn ein bisschen rankommen lassen, damit wir nicht die von da hinten noch pullen. Bam. Normalerweise müsste ich eigentlich zurücklaufen und einen Dingenstrank finden. Katze. Kannst du mir selber herstellen. Questgegenstand. Eine kleine Glasfiole. Braucht doch gar nicht. Doch, brauche ich? Ich weiß nicht. Schwalbe erstmal trinken. So, dann schauen wir mal, was denn diese alte Quest hier sagt. Was ist das? Gab eine Erinnerung. Nee. Such, nein. Monstren, nein. Würfelspiel, Geheimnisse der Hexer. Nein. Beringas Geheimnisse ist ja noch unterwegs quasi. Haben wir auch wieder irgendwas zum Einsammeln für Alchemie. Wirklich viel, was man hier mit Alchemie machen kann und alles. Dafür gibt es hier keine Schmiedekunst oder sonstiges, aber mit Alchemie, ne, da kommen wir voran. So, ihr da, ihr seid dem Tode geweiht. So, wieder drauf, immer weiter drauf. Komm schon. So, der ist weg. Und dich kriege ich hier noch. Wenn wir rauslaufen, dann spawnen quasi sämtliche Gegner, die ich das vermute. So. Warte, da lag was. Kreis des inneren Feuers. Was macht das? Ihr habt einen Ignion, das Ignion einem Gegner Schaden zu fügen. Feuer zu entzünden. Wählt ein Zeichen in den Mund. Ah, okay. Okay. So, wo ist jetzt der Gegner?
habe hier doch gerade was gehört. Warte, da war auch was. Leichnam. Was haben wir denn hier? Oh, jede Menge Zeug eigentlich. Nehmen wir mal alles mit. Haben wir denn jetzt endlich die Ghule getötet oder fehlt irgendwo noch was? Weil wir können, glaube ich, auch noch hier woanders lang gehen. Neue Region wird betreten. Korridor. Den ich nicht so wirklich sehen kann, aber okay. Komm schon. Wollte ich nicht sehen. Schade. Wir brauchen hier definitiv hier so einen Trank, sonst kommen wir hier nicht voran. Ist so. Jetzt können wir einfach nichts sehen. Das heißt, wir werden jetzt mal kurz zurückgehen, irgendwo einen Händler aufsuchen und uns einen Keks freuen. Ah, hier fallen auch wieder die Dinger vom Baum. Was ist damit aus sich hat, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Deko ist oder ob das tatsächlich noch einen Sinn hat. Aber ich denke, wir werden es herausfinden. Obwohl, ich denke, jetzt bin ich hier falsch. Gut. Wer könnte mir denn jetzt hier tolle Tränke verkaufen? So Katze und sowas. Weiß nicht. Ein Reisender. Ich vergeude meine Zeit. Tür zu Abigails Haus. Vielleicht hat sie tatsächlich noch Tränke dabei, obwohl ich wage es eigentlich zu bezweifeln. Aber mal gucken. Ist ja schon mal schön, dass wir jetzt überhaupt hier so ein Schadenszeichen haben. Mit dem wir uns hier Kekse freuen was können. Und ich weiß nicht, was noch alles. Handeln. Was hast du denn für Tränke? Tränke hat sie nicht so viele. Lunasplitter, Sumpfungeheuer, Tiere. Nee, alles nix, was ich gebrauchen kann. Na gut, gehen wir wieder raus. Müssen wir dann doch tatsächlich hier wieder mit diesem Alchemistenhändler da in dem diesem Fort da reden. Ein Dorfgasthaus. Weil der hätte eigentlich gute Waren dabei. Mal gucken. Das Leben der Armee ist hart. Mein Leben ist auch ganz hart. So, wo ist er denn? Der Fette. Der Fetti Fettsack. Nein, ich bin nicht gemein gegenüber Fetten. Aber der ist echt fett. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Der Alchemiehändler hier. Das ist nur der Reisende. Stimmt, hier muss ich sowieso noch den einen Typen finden hier. Den ich den Leichnam zeigen kann hier. Oder den Totenkopf zumindest von dem Typen. Also hier drin scheint er nicht zu sein. Schauen wir doch mal hier draußen. Und da ist Dingens abgeschmiert. Es gibt's nicht. Also gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Witcher. Bis dahin, viel Spaß euch noch.